Heute möchte ich ein wenig schauen in, ja, ein bisschen, was entsteht durch diese Praxis an Qualitäten. Zunächst möchte ich beginnen mit dem Erwähnen, der Buddha spricht von fünf Fähigkeiten oder fünf Kräften, die uns in unserem Erwachen unterstützen. Davon möchte ich dann nur eine genauer anschauen, aber um euch mit den fünf vertraut zu machen, die ersten vier kennt ihr schon. Das ist zum einen Achtsamkeit oder Gewahrsein, Sati, Sammlung, Samadhi, Energie, Virya, Weisheit, Panya, nichts Neues, gell? Aber dann kommt die Kraft des Vertrauens oder die Fähigkeit des Vertrauens, Satha. Das ist neu. Vertrauen haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Ja, und diese Qualität, hat dennoch eine Bedeutung. Wenn sie eine der wesentlichen Fähigkeiten und Kräfte ist, dann glaube ich, braucht es einen Blick darauf, was das damit auf sich hat. Und ich finde es spannend, es gibt eben fünfmal, wird gesagt, diese fünf werden einmal die fünf Fähigkeiten genannt und einmal die fünf Kräfte. Also zweimal werden die aufgezählt in diesen Gruppen. Ganz ähnlich wie den sieben Erleuchtungsgliedern steht Achtsamkeit allein und die anderen vier lassen sich schick in Paare aufteilen. Und ähnlich wie bei den sieben Erleuchtungsgliedern Samadhi und Energie balancieren sich gegenseitig, dann bleiben zwei übrig, das Vertrauen und Weisheit. Die balancieren sich gegenseitig. Also auf der einen Seite wird Vertrauen von Weisheit balanciert und zum anderen Weisheit von Vertrauen. Ha, das ist ein interessantes Gedankenspiel, dass die auch in diese Richtung was vielleicht miteinander zu tun haben. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr auf Vertrauen eingehen, aber auch noch ein paar andere Dinge streifen in dem Vortrag. Zum einen gibt es an dich ein nettes Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach. Und zwar benutzt sie das Wort vertrauensselig und sagt dazu vertrauensselig, ein schönes Wort. Vertrauen macht selig den, der es hat und den, der es einflößt. Nun, heute, ich glaube, die ist schon etwas länger gestorben. Und heute hat das Wort vertrauensselig ja fast schon einen negativen Beigeschmack. Ja, wir sind dann sozusagen auch sehr in einem blinden Vertrauen gefangen. Und dennoch, was sie so schön betont, ist dieser Effekt, den dieses im Vertrauen sein hat. Es macht irgendwie selig. Es macht es beruhigt, es hebt sozusagen das Gemüt. Das finde ich eigentlich ganz schön, diesen Ausblick. Oder Gustave Le Bon sagt, dem Menschen einen Glauben schenken, heißt seine Kraft verzehnfachen. Wir könnten auch Vertrauen nehmen. Und überhaupt sind Vertrauen und Glauben. In neuerer Zeit wird Glauben sehr mit religiösem Glauben gleichgesetzt. Aber es war nicht immer so. Und wir benutzen das Wort auch Glauben nicht immer im religiösen Sinne. Ich glaube dir. Könnten auch sagen, ich vertraue dir, dass du die Wahrheit sagst. Das wäre länger. Also wir benutzen diese beiden Worte manchmal auch sehr näher beisammen, als es erstmal so erscheint. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wenn der Buddha, also meines Erachtens von Vertrauen spricht oder Satha spricht, was im Englischen nicht mit dem Wort Trust übersetzt wird, Trust ist Vertrauen, sondern mit dem Wort Faith. Und Faith ist eigentlich wird im Deutschen mit Glauben übersetzt. Das hat mir das immer so ein bisschen schwierig gemacht. Aber spannend ist, dass im Englischen wird das Wort Faith ganz anders gefüllt wie bei uns. Und der Buddha hat sich immer gewendet gegen blinden Glauben.
Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns das sehr bewusst machen, dass es nicht um einen blinden Glauben geht. Sondern er sagt es sehr klar, und da gibt es in diese ganz berühmte Kalama Sutta. Ich lese euch kurz vor in etwas gekürzter Form die wesentliche Passage. Da sagen die Kalama zu ihm: Ehrwürdiger, es gibt einige Asketen und Brahmanen, die nach Kesaputa kommen, also der Stadt. Sie verkünden, erklären ihre eigenen Lehren, aber sie verspotten die Lehren anderer. Dann kommen wieder andere und tun das Gleiche. Wir sind verunsichert und fragen uns, welche dieser werten Asketen die Wahrheit spricht und welcher nicht. Der Buddha antwortet: Es ist passend für euch, verunsichert zu sein. Es ist passend, dass ihr euch diese Fragen stellt. Entscheidet nicht, weil es überliefert ist, nicht, weil es schriftlich niedergelegt ist, nicht aufgrund logischer Überlegungen, die auf Vernunft basieren. Akzeptiert keine Ansicht, die aus bloßem Nachdenken entstanden ist oder aufgrund der scheinbaren Kompetenz des Sprechenden oder weil ihr denkt, dieser Askete ist unser Lehrer. Also da wird ganz viel mit eingenommen, er selbst auch. Ja? Aber wenn ihr für euch selbst wisst, diese Dinge, wenn unternommen und ausgeführt, führen zu Schmerz und Leid, dann sollt ihr sie aufgeben. Diese Dinge, wenn unternommen und ausgeführt, führen zu Wohlergehen und Glückseligkeit, dann sollt ihr euch in ihnen üben. Also da ist ein ganz klares Aussage gegen blindes Vertrauen. Aber blinden Glauben und auch blindes Vertrauen. Aber ungemütlicherweise legt er damit auch diese Kehrseite davon, die Verantwortung in unseren Schoß. Wir müssen jetzt selber ausprobieren und dann uns entscheiden, welchem Weg folge ich, was bringe ich in mein Leben und was nicht. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir üben ja, wir sind ja auf dem Weg, weil wir meinen, wir haben ja noch vielleicht einiges zu lernen. Und so hören wir den Lehrern zu, den Lehrern, studieren das. Und jetzt maßen wir uns an zu sagen, das ist aber nicht unbedingt sehr hilfreich und das ist hilfreich. Manche Ergebnisse zeigen sich ja auch erst nach einer ganzen Weile. Und wir haben ja noch unsere Täuschung angeschaut und diese Verwirrung und sehen, wie es uns immer mal wieder verwickelt in allem möglichen Blödsinn. Und wir dann Stunden oder Tage oder Jahre später erwachen und denken, wie konnte ich nur so einen Gedanken folgen? Und das ist also in dem Sinne gar nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und viele, wir hängen an, also wenn wir ehrlich sind, nicht alle, ihr nicht, aber es gibt durchaus Personen, die lieber den Weg des okay, dann glaube ich dir, folge dir. Du Guru, du sollst doch bitte mir sagen, was ich tun soll, was richtig und was falsch ist. Und wenn es dann falsch nämlich rauskommt, dann können wir diesen armen Guru klein machen. Der ist schuld dran oder die ist schuld daran. Die hat mich verführt. Da ist auch etwas, eine verführerische Komponente dabei. Und das andere, dieser andere Punkt, wirklich selber die Entscheidung zu treffen, braucht eben auch eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Oder einfach es riskieren. Ich weiß noch, wie in Thailand war, es gab ein Kloster, ich weiß nicht, wo, also ich sage auch nicht, wo es war. Aber ich stolperte über eine sehr obskure Vorstellung von, wo und wie Erwachen möglich sei. Und ich schlackerte wirklich mit den Ohren. Ja, man erzählte mir, ja, also Erwachen wäre gar nicht mehr möglich, außer die einzige Möglichkeit wäre, ich würde so üben, dass ich ins Devaloka komme nach meinem Tod. Ja, ins Devaloka wiedergeboren werde und im Devaloka, das ist der Bereich, wo die Götter wohnen, der buddhistischen Kosmologie, dort würden die Götter, die Devas, die ganzen Bestandteile des Buddhas wieder zusammensuchen und zusammenbasteln, auf der körperlichen Ebene wie der geistigen, energetischen Ebene. So wurde mir das wirklich erklärt. Und dann würde er da wieder auferstehen und lehren und dann könnte man in seiner Gegenwart erwachen.
Das muss man mal glauben. Da gibt es keine Möglichkeit, das vor dem Tod zu überprüfen. Da muss ich erst mal sterben. Ich bin dann irgendwann gegangen. Das war mir wirklich, ich habe es dann auf mich genommen. Aber als ich dann gehen wollte, war ich auch schon, ich war vorher schon eine ganze Weile da gewesen, auch dort und durch einiges durchgegangen. Und als ich dann gehen wollte, musste ich dann zum großen Meister und auf Wiedersehen sagen, sozusagen, es war die letzte Hürde zu nehmen. Und er stand dann vor mir in, wir waren dort, wo sie die Autos hatten, sozusagen in der Garage. Ich kniete im Staub, wie das so üblich ist. Er stand vor mir. Das, ich meine, das macht auch was mit einem. Ich hatte die Hände so gefaltet, kniend, ja, so, das ist die Haltung. Und die macht was mit einem. Ja, und dann steht der große Meister mit seinem Stab. Und er war ganz entsetzt, als ich ihm sagte, also über Übersetzung, ich will jetzt gehen, woanders weiter praktizieren. Er stampfte mit seinem Stab in die Erde und sagte, meine Konzentration würde zerbrechen und nie wieder zusammenkommen und der Weg ins Devaloka wäre mir versperrt. Und ja, die Nonne neben mir, eine deutsche, studierte Frau, wurde kreidebleich und bangte um mein Wohlergehen. Das hört sich lustig an, aber ich war wirklich erschüttert. Und ich merkte auch diese emotionale Ladung. Ja? Zum Glück war ich relativ stabil auf solchen Dingen. Aber es war schon so ein kleiner, ich merkte so, es braucht ein kleines Akt von, nein, ich vertraue mir. Mehr als dir, großer Meister. Und in dem Sinne spüren wir, wir brauchen natürlich auch für diese Kalama, was der Buddha da sagt, wir brauchen ein Stück Selbstvertrauen. Woher nehmen, wenn nicht stehlen, wenn wir keins haben? Das ist das Problem. Weil ganz viele von uns spüren immer wieder auch, dass das mit dem Selbstvertrauen ja so eine wackelige Sache ist, dass wir davon vielleicht nicht so viel mitbekommen haben, dass wir uns oft selber nicht ganz trauen oder auch hier, es geht ja nicht nur um Selbstvertrauen, sondern auch, wenn der Buddha spricht vom Vertrauen als Kraft, dennoch, trotz solcher Episoden brauchen wir Vertrauen, sagt er, als Kraft und auch als Fähigkeit. Weil Vertrauen uns einerseits wirklich Kraft geben kann und uns Kraft geben kann, uns einer Sache auch zuzuwenden, Durststrecken durchzustehen, das wissen wir alle. Und vor allen Dingen auch, wir brauchen Vertrauen, damit sich unser Herz überhaupt öffnen kann. Weil wenn wir genau hinschauen, Vertrauen ist etwas, was wir für fast alle anderen Geisteszustände, die wir anstreben, ihr vielleicht nicht, aber wenn ihr Liebe anstrebt, braucht ihr auch Vertrauen. Ohne Liebe, ohne Vertrauen keine Liebe. Dann sind wir im Argwohn. Ja? Und genauso brauchen wir Vertrauen für Großzügigkeit, für Geduld, für Mitgefühl, für auch uns einfach für liebevolle Beziehungen, für Freundschaften. Also Freundschaften ohne Vertrauen. Ich weiß nicht, ob das Freundschaft ist. Wir brauchen schon Vertrauen, wenn wir zum Arzt gehen. Zum Zahnarzt zum Beispiel, weil wir können selber nicht an uns rumbohren oder ihm ständig sagen, wie er es besser machen soll. Ja, zeig mir bitte genau und ich gebe dir Anweisungen. Das kommt meistens nicht gut raus. Also wir brauchen immer wieder diese Fähigkeit zu vertrauen. Wie können wir die uns verschaffen? Joyce Brothers, wer immer das war. Der beste Beweis der Liebe ist Vertrauen. Und Matthias Claudius, die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Und das ist auch irgendwie so etwas unglaublich Schönes. Ja? Wenn uns jemand vertraut, das ist unglaublich schön. Ich meine, außer wir haben schon vor, die Person zu betrügen und zu belügen, dann denken wir uns selber schuld. Hättest du mal besser nicht gemacht.
Aber wenn wir zum Beispiel mit Freunden unterwegs sind und wir spüren ständig, dass die uns misstrauisch gegenüber sind, das ist unangenehm. Wir spüren sofort, die sehen nicht unsere tollen, schönen Qualitäten, die sehen meine Zugewandtheit nicht, die sehen meine Ehrlichkeit nicht, meine Aufrichtigkeit nicht, meine Treue nicht, meine Liebe nicht. Das wird mir einfach praktisch um die Ohren gehauen. Ja, und deswegen ist auch hier wieder Vertrauen wirklich so wichtig, als auch eine Art von Liebesbeweis, also ein Zeichen, ja, ich sehe deine Liebe. Und damit einher geht auch, dass du mich nicht absichtlich belügst und betrügst. Das ist zumindest das, was, glaube ich, die meisten von uns nicht zusammengehörig empfinden würden. Und dieses Vertrauen gilt nicht nur für unsere Beziehungen, für unsere Freundschaften. Wir brauchen dieses Vertrauen auch auf unseren Weg. Es geht sehr viel, also, und auf dem Weg, auf diesem Weg, aber eben nicht nur für diesen Weg. Aber ich komme nochmal dazu. Ganz traditionell wird ganz oft eben Vertrauen als eine wichtige Komponente unseres inneren Entwicklungsweges gesehen. Und da spricht man von 3 Stadien des Vertrauens. Anfängliches Vertrauen, blindes Vertrauen, man könnte auch sagen Vorschusslorbeeren geben. Ja? Ich habe mal was Nettes gehört, ich habe mal irgendwie die Idee, ah ja, Meditation, Buddhismus, ganz vorsichtig, könnte vielleicht irgendwie mich irgendwo hinbringen, was sinnvoll ist. Oder, wenn wir nicht Buddhismus sagen, einfach diese Philosophie, dieser Ansatz, dieser Weg. Dann gibt es das Vertrauen, was entsteht, dass wir erste Erfahrungen machen von dieser Praxis, von diesem Weg und aufgrund dessen sagen, ja, genau, könnte was sein, könnte was werden. Ne? Und dann gibt es natürlich eine Reifung des Vertrauens, wenn wir mehr und mehr wirklich diesen Weg in seiner Komplexität sehen und begreifen und immer mehr fester werden unserer Überzeugung sozusagen oder Gewissheit, ja, das bringt mich wirklich woanders hin. Das ist hilfreich, das ist nützlich. Wenn ich diesen Weg weitergehe, komme ich zu Glück und Wohlergehen. Und so vertieft sich unser Vertrauen von anfänglich blindem Glauben so ein Stück weit in, ja, überprüftes Vertrauen bis zu einer tiefen, vielleicht auch unerschütterlichen Vertrauen, wie man manchmal sagt, oder vielleicht sogar eine Gewissheit. Ja, ich ruhe in dem Wissen, dass das so ist. Aber auch wenn wir Gewissheit spüren, ja, das ist nicht frei von Vertrauen. Weil wir immer wieder, die Gewissheit ist zwar so, aber wir gehen ja einen Weg. Wir gehen ja, wir leben ja ein Leben, in dem jeden Moment neu ist. Das haben wir jetzt gelernt. Ja? Vergänglichkeit heißt ja nicht, dass alles immer wiederkehrt, entstehen, vergehen, sondern dass ein neuer Moment immer wieder kommt. Also wir können uns das einerseits so als Kreis vorstellen, das nennt man oft im Buddhismus Samsara, oder wir können uns das als einen Weg vorstellen, wo wir immer wieder neuen Situationen begegnen. Manche sehen ähnlich aus, aber dennoch jeder Moment ist neu und unvorhersehbar und braucht deswegen eine neue Antwort. Und weil er eine neue Antwort braucht, braucht es immer wieder das Vertrauen, diesen Weg oder diesen Ansatz in dieser neuen Situation anzuwenden, neu hinzuschauen und eine neue Antwort zu finden und mich diesen Qualitäten anzuvertrauen, um eine Antwort zu finden, die Qualitäten von Achtsamkeit, von nicht einfach meiner Reaktivität nachgeben, sondern ein umsichtiges Hinspüren, was ist hier notwendig. Nicht einfach nur haften und ablehnen und abwehren, sondern wirklich tiefer gehen, tiefer schauen. Das Herz offen halten statt verschließen. Diese 3 Stadien des Vertrauens, die können wir leicht in unserer Praxis nachvollziehen. Und vielleicht ist da auch in euch etwas derartiges gewachsen mit den Tagen hier. Ja? Und wir brauchen ein Stück weit am Anfang das Vertrauen
um uns überhaupt einzulassen, um überhaupt umzusetzen, was ich hier vorne sage. In dem Sinne, hattet ihr alle ein bisschen Vertrauen in mich, ein ganz klein wenig. Ihr habt es vielleicht noch nicht mal gemerkt, hättet es nie Vertrauen genannt, je nachdem. Ihr hattet auch ein bisschen Vertrauen in eure eigenen Fähigkeiten, sonst hättet ihr das auch nie gewagt. Wozu hier rumsitzen ohne Ende, ohne irgendein Vertrauen, dass sich das auch für mich lohnen könnte, dass ich vielleicht, dass irgendwas daraus, dass ich ziehen könnte, dass ich vielleicht mal lernen könnte zu meditieren. Das sieht zwar immer einfach aus auf den Hochglanzbroschüren mit den schönen Frauen, die da schön in aller Friedlichkeit und schmerzlos sitzen. So sieht's aus, ne? Die ganze Landschaft drumherum suggeriert das ja auch. Und dann sitzen wir selber uns hin und es sieht ganz anders aus. Ne? Die Haltung ist schon anders, die innere Landschaft auch. Es braucht eine gehörige Portion Vertrauen in uns selbst, in mich, ja, in diesem Fall mich oder wer immer hier vorne sitzt. Und dass es sich lohnt, das Vertrauen, dass es sich lohnt. Ein bisschen, nicht sehr viel. Wir haben auch nur eine Woche darauf geopfert. Das ist aber schon viel. Ja, eine ganze Woche Urlaub nehmen, hierher fahren, die Lieben hinter sich lassen, Ostern, was anderes tun, da könnte man so schöne Dinge tun wie Eier suchen und solche Geschichten. Alles Mögliche, was schön ist. Und stattdessen sitzt man hier rum, bei schönstem Wetter auch noch. Ja? Also das ist schon, braucht schon ein bisschen was. Und zum Glück machen wir, ich glaube, ihr alle habt, ihr seid alle noch da, sag's mal so. Irgendwas, und es ist dann doch so, dass die ein oder andere Erfahrung sich dann doch uns zeigt, dass es sich lohnt. Und ich rege euch gerne an, wir haben heute den letzten Nachmittag, euch da auch mal das zu reflektieren und vielleicht die ein oder andere Notiz zu machen, weil man das manchmal vergisst. Dass wir wirklich diese Juwelen, die wir hier gefunden haben, unsere ganz persönlichen Juwelen, irgendwo mit einem kleinen Bildchen oder einem kleinen Satz und sozusagen daran erinnern und ihnen einen Platz geben in unserem Leben dadurch, dass wir uns dann auch im Alltag daran ein wenig erinnern können. Und am Ende, wenn wir immer wieder merken, dass diese Qualitäten, diese Ressourcen, diese Kernpunkte der buddhistischen Ansatzes, nicht mal Kernpunkte. Wenn ich die buddhistischen Sutten lese, da finde ich auch vieles, da schüttle ich nur den Kopf. Ja, so, und denke ich, das ist so wie das, die Geschichte, die ich euch erzählt habe. Nicht alles hat der Buddha so gesagt. Das behaupten manche, aber das lässt sich auch wissenschaftlich belegen, dass dem nicht so ist. Und dennoch, wir finden da ganz wichtige, also ich habe da ganz wichtige, hilfreiche Dinge gefunden. Und wenn wir das vielleicht immer mehr bestätigt sehen, dann entwickeln wir so ein unerschütterliches Vertrauen. Und klassisch drückt sich das aus in der Zuflucht. Zuflucht in Buddha Dhamma Sangha. Die klassische, auch hier wieder die klassische Formel oder Erklärung von Zuflucht. Ich lese euch kurz vor, aber ein edler Schüler besitzt dann bestätigtes Vertrauen in den Buddha, dass er ein Arhat ist, vollkommen erleuchtet, das wahre Wissen besitzt und so weiter und so fort. In den Dhamma, dass es gut verkündet wurde, direkt sichtbar ist, unmittelbar einladend zu kommen und selbst zu sehen, anwendbar, persönlich von Weisen erfahrbar. Und in den Sangha, dass sie den guten Weg praktizieren, den direkten Weg, den wahren Weg, den richtigen Weg, und zwar alle, Mönche und Individuen. Ich habe den Buddha nie getroffen. Er muss, ich kann mir das vorstellen, ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein. Ja? Wenn eine solche Lehre so lange weiterträgt, dann ist da ein Kern drin, der immer wieder gefunden werden kann. Der Buddha, was vollkommen erwacht ist, er hatte sehr tief durchdrungen dieses Wesen, das wir sind, die Natur des Geistes, die Natur der Verstrickung,
der Natur, wie Leiden entsteht und wie, was wir tun können, um dieses Leid in uns zu lindern, zu lösen. Weil wir das immer wieder finden können, das ist der Dhamma. Wir können das überprüfen, wir können das selber sehen. Es ist direkt anwendbar, wir müssen es nicht glauben. Für mich ist das sozusagen die Rückantwort. Fängt beim Dhamma an und führt dazu, ja, dass ich da auch Zuflucht nehme. Aber Buddha bedeutet mehr als die Person. Buddha bedeutet einfach auch erwachen. Und wir können schlicht und ergreifend, statt einer Person, die 2500 sonst was Jahre tot ist, Zuflucht zu nehmen, im Erwachen Zuflucht nehmen. In dem, was dabei rauskommt, im offenen Herzen, in der Kraft des Guten, da können wir Zuflucht nehmen. Oder im Nichthaften, im Loslassen, im Lassen Zuflucht nehmen. In diesen Weisheiten sozusagen Zuflucht nehmen. Und dann als letztes die Zuflucht in den Sangha. Erstmal Sangha in den alten Tagen waren nicht nur die Mönche, sondern es waren wirklich die Mönche, die Nonnen, die Laienfrauen und die Laienmänner. Alle gehörten gleichermaßen in Gleichberechtigung zur Sangha. Erst später hat sich eine Hierarchie ergeben. Und wir merken ja, wir brauchen einander, wir stützen einander, wir inspirieren einander. Und wir können darin mehr und mehr, je weiter wir uns entwickeln und je mehr wir uns in dieser Richtung entfalten, wie es in der Kalama Sutta heißt, dass wir das entfalten, was zu Wohlergehen und Glücklichsein führt, desto mehr können wir uns natürlich auch in dieser Sangha wirklich Halt finden. Aber Warnung! Wir sind unvollkommene Wesen. Ja? Wir finden in der Sangha nicht nur Erleuchtete. Wir finden da auch immer wieder Menschen mit ihren Verfehlungen im Sinne von, jetzt sind sie mal wieder ihren Reaktivitäten auf den Leim gegangen. Mara hat sich eingeschlichen in diese Gruppierung hinein. Und für mich ist Sangha auch etwas, was weitergeht über buddhistische Zusammenhänge hinausgeht, alle Menschen, die sich um ein Erwachen, ein Verstehen, ein Ende von Leiden, um Frieden bemühen, gehören für mich dazu. Und wir können es noch weiterziehen, dass wir natürlich alle in uns die guten Qualitäten haben, letzten Endes. Aber Zuflucht in Sangha ist auch wirklich etwas Schönes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich irgendwo, es gibt ja immer mehr, buddhistische Gebetsfähnchen sehe, das gibt's auch in Deutschland, vielerorts, dann geht sofort bei mir so, ah ja, da würde ich klingeln, wenn ich was bräuchte. Auch wenn die gar nichts mit Buddhismus zu tun haben, ja, ich weiß das. Also vor ein paar Jahren fragte mal der Bruder meines damaligen Partners, ah, könnt ihr mir ein paar Fähnchen mitbringen? Und der hat überhaupt noch nie was mit Meditation oder Buddhismus am Hut. Aber es scheint irgendwas zu machen, diese Fähnchen, die da rumflackern. Ja, das scheint irgendwie was anzutriggern, irgendwie rührt das etwas. Und ich meine, ich habe ja auch mit tibetischem Buddhismus nicht so eine große Verbindung, aber die habe ich richtig gern, wenn ich die irgendwo sehe. Ah. Und wie gesagt, uns oft sind das gar nicht Praktizierende. Und dennoch, das scheint irgendwie damit was auszulösen. Da ist ein Vertrauen. Gleichzeitig ist es auch etwas, was wir einander geben durch unsere Ethik, durch unser Bemühen um Offenheit und Klarheit und nicht nachtragen, die wichtigen Herzensqualitäten. Wir versuchen es zu leben. Und gleichzeitig sind wir auch nicht blind für das, was wir sehen. Ich war einmal in einem tibetischen Kloster, das war in Frankreich. Es war ein Riesending mit dem Dalai Lama, da waren zigtausend Menschen. Und ich zeltete in einem der Klöster. Da musste irgendwie irgendwas erledigen und wartete also in so einem Vorraum es war so ein Raum, da sollte dann der jeweilige Mönch kommen, dem man was fragen konnte. Und wir standen da und da waren noch andere Sachen rum und unter anderem lagen da auf so einem Ding verschiedene Sachen, die Menschen irgendwo verloren hatten. Da lag auch ein Portemonnaie. Und das war noch eine andere Frau
Und die ging wirklich dahin, nahm das Portemonnaie, nahm das Geld raus und steckte das Portemonnaie wieder dahin. Vor meinen Augen. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Und dann kam der Mönch rein, dummerweise konnte ich kein Französisch, dann hat sie mich auch noch angeschwärzt. Also es war von der ganzen Mimik offenbar. Ich dachte, hey, geht's noch? Ich konnte bloß nichts sagen. Ich konnte kein Französisch. Und er konnte kein Englisch. Also es war sowieso eine hoffnungslose Kommunikation in der Hinsicht. Aber es war schon spannend. Also das war eben auch Sangha. Wir leben auch manchmal sowas. Aber in der Regel ist es andersrum. In der Regel, wenn irgendwo was liegen lassen in solchen Orten, liegt es da jahrelang. Wenn wir nicht irgendwann mal wieder vorbeikommen, sehen, ah ja, da ist es ja. Also haltet noch einen Blick auf für Patricks Schuhe. Die sind immer noch vermisst. Vielleicht irgendwo durch eine Säuberungsaktion oder Waldbewohner haben die irgendwo hingebracht. Es gibt ja Waldbewohner, die ins Haus kommen, habe ich gehört, deswegen sind da überall Zettel. Haltet mal die Augen offen. Die Beschreibung findet ihr an der Tür nochmal. Ja, so irgendwie müssen die bis morgen Mittag auftauchen, diese Schuhe. Das wäre gut. Dieses Vertrauen ist so, ja, wir fühlen uns sofort geborgen, wir können uns öffnen. Und das Vertrauen bündelt auch unsere Energie. Wenn Vertrauen da ist, dann hat Zweifel keine Chance. Und wir wissen ja, wie Zweifel sich anfühlt. Es stoppt uns, es lähmt uns, es bringt uns durcheinander. Wir können uns gar nicht entschließen, einen weiteren Schritt zu tun. Während wenn Vertrauen da ist, dann geben wir uns hin, dann tun wir das, dann setzen wir das um. Und das ist die Kraft, die Vertrauen hat. Deswegen ist sie so wichtig auf unserem Weg. Es gilt ja, das umzusetzen, was wir hier tun. Wir brauchen das, ja, eben, wenn der Zweifel da ist, soll ich mich hinsetzen, soll ich mich nicht hinsetzen, soll ich zum Atem gehen, zum Körper gehen, zum Gefühl, was soll ich eigentlich tun? Wir machen nichts, ja, während wenn Vertrauen da ist, dann, okay, das probiere ich mal so, aber wir tun es, wir können es tun und wir können auch abwarten, was dabei rauskommt, wir können dem ein bisschen Zeit geben. Vertrauen ist also auch ein Akt von Stärke. Das ist ganz witzig. Vertrauen ist keine Schwäche, Vertrauen ist ein Akt von Stärke. Während Misstrauen, Gandhi sagte das, Misstrauen ist ein Zeichen von Schwäche. Sehr schön. Mahatma Gandhi. Und dieses Vertrauen, wie gesagt, wird immer wieder auch erschüttert. Wird immer mal wieder, gerade in unserem zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder auch in Frage gestellt. Ja? Wir vertrauen jemanden und auf einmal merken wir, doch belogen worden. Und dann können wir natürlich den Schluss ziehen, okay, das tut so weh, ich traue niemals jemanden mehr. Nie wieder öffne ich mein Herz und vertraue jemanden, weil das könnte mir wieder passieren und die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass wir wieder mal irgendwann belogen werden, betrogen werden. Ist ja nicht so, dass wir nur die eine Person gefunden haben, die auf dieser ganzen Welt mal belügt und betrügt und sonstige Dinge tut. Ist ja nicht so ganz von der Welt. Ich meine, wir haben ja alle auch schon mal belogen, oder? Die immer, seit vielen, vielen Jahren die Wahrheit gesagt. Oder Betrügen fängt ja schon ein bisschen vorher schon an. Da gibt es ja schon so kleine Ausreden, wie wir ein bisschen betrügen. Ja, so. Also wir haben es auch immer mal wieder getan, aus verschiedensten Gründen. So heißt es, dass wir nie wieder, oder wie gesagt, wenn wir unser Herz nicht wieder öffnen und vertrauen, bedeutet das eben auch, dass wir nie wieder solche tiefen Beziehungen knüpfen können. Natürlich braucht es Zeit, dass die Wunde heilen kann. Wir können nicht von einem missbrauchten Vertrauen gleich wieder unser Herz öffnen. Es braucht oft seine Zeit. Aber wie komme ich dahin, dass ich wieder mein Herz öffnen kann und wieder vertrauen kann? Und eines, was ich da wirklich sehr spannend finde,
ist auch wieder diese Praxis von Achtsamkeit. Weil es nicht nur, dass wir Vertrauen brauchen, um diesen Weg zu gehen und Achtsamkeit zu kultivieren. Die Achtsamkeit selbst bringt unsere Fähigkeit zu vertrauen in uns hervor. Seid ihr vielleicht am Wundern. Aber die Achtsamkeit besteht zu einem wesentlichen Teil aus der Qualität des Lassens. Ja, wir manipulieren nicht, wir urteilen nicht, wir identifizieren nicht. Die Kurzformel davon ist, wir lassen. Wir lassen zu, wir lassen sein, wir lassen los, alles dasselbe, je nachdem. Lassen ist die Qualität. Und lassen ist einfach das, was im Vertrauen auch drin steckt. Ja? Ich kann nur lassen, wenn ich auch vertraue, oder im Lassen entwickelt sich auch das Vertrauen. Wir atmen, wir lassen den Atem kommen und gehen. Da steckt auch darin schon die Fähigkeit darauf zu vertrauen, dass der nächste Atemzug kommen wird, dass die nächste Erfahrung kommen wird. Im Lassen von Emotionen heftigen, sie einfach zulassen, geschehen lassen, sein lassen, steckt auch das Vertrauen, was sich entwickelt mit der Zeit, dass sie kommen und gehen. Dieses Erleben von der Vergänglichkeit, vom Wandel, die wir gestern hatten, gibt uns auch das Vertrauen, dass wir lassen können. Also die hängen zusammen, aber wir vertrauen nicht mehr auf ein ganz bestimmtes Objekt, ein bestimmtes Ergebnis oder einer bestimmten Person, sondern es ist einfach das Lassen selbst, was ein Vertrauen nehmen oder ein Vertrauen selber auch ist. Also im Lassen steckt auch die Qualität des Vertrauens. Wir gehen einen neuen Weg mit dieser Praxis. Wir drehen uns. Das Ziel ist, uns nicht in unseren normalen reaktiven Kreisläufen zu drehen. Das ist Samsara, das Rad des Leidens, von dem der Buddha spricht. Sondern er spricht von seinen Lehre als einem achtfachen Weg. Das ist ein Weg, den wir gehen. Denn ein Weg ist immer, wir beginnen an einem Ende und gehen woanders hin. Und das bedeutet, wir gehen auf was Neues zu. Wir öffnen uns für neue Möglichkeiten. Das tun wir einfach, wenn wir praktizieren. Und darin entwickelt sich auch unsere Fähigkeit zu vertrauen. Wir öffnen uns für Neues. Deswegen sind wir auch, wir machen das natürlich in kleinen Schritten. Und immer mal wieder bemerken wir auch Unsicherheit. Bemerken wir Angst. Was kommt jetzt gleich? Ja? Oder oh, ich merke diesen Wandel und kann ich da wirklich weitermachen? Geht das weg? Immer wieder kommen wir auch in solche Phasen hinein. Und dann heißt es, weiterzumachen mit den gleichen Werkzeugen. Einfach lassen, zulassen, wahrnehmen, geschehen lassen. Wir wenden immer wieder das Gleiche an. Und in dem entwickelt sich, entfaltet sich Vertrauen. Vertrauen als Fähigkeit. Vertrauen, sich zu öffnen, Vertrauen, einfach sich wieder zu öffnen, ohne ein bestimmtes Ergebnis im Kopf zu haben. Also wir kommen aus diesen verschiedensten Erfahrungen, wo wir manchmal vielleicht wirklich finden, das Herz ist verschlossen, das kann, will nicht mehr vertrauen. Mit der Zeit, ohne irgendwas zu forcieren, auf einmal steigt diese Möglichkeit, Vertrauen zu schenken, wieder in uns auf. Ganz versteckt, es ist gar nicht irgendwie, dass wir irgendwas glauben sollen, machen sollen, es ist einfach durch diese Praxis selbst, durch diese Entwicklung selbst, kommt diese Möglichkeit, aber ohne, dass wir blind sind. Die Achtsamkeit, erinnert euch an die Gleichnisse, ist keine blinde Geschichte. Der Wächter am Stadttor entscheidet, wer darf rein und wer nicht. Der guckt genau sich die Kandidaten und Kandidatinnen an. Wie guckst denn du gerade raus? Welche Botschaft hast du? Raus! Bleib mal schön vor dem Stadttor. Ja? Oder hat auch die Umsicht, die Person, die auf dem Hügel steht und die Weite sieht. Und dennoch ist auch ein Vertrauen in meine Urteilsfähigkeit, ein Vertrauen, immer wieder dir neu und offen zu begegnen. Und immer wieder auch
das Ungewisse zuzulassen und sich überraschen zu lassen. Oder auch den berühmten Sprung ins Vertrauen zu wagen. Und vielleicht wird es wieder enttäuscht, ja? Aber eben auch vor dem Hintergrund, dass wir als Ernte von unserem Vertrauen haben wir in der Zwischenzeit auch wirklich die Erfahrung von tiefer Verbundenheit. Ohne das Vertrauen können wir nicht einander lieben, können wir keine Freundschaften führen, können wir keinen Weg wirklich gehen. Ich ende mit einem, kam jetzt so ein paar Themen, zu denen ich eigentlich kommen wollte, kam ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich ende mit einem Zitat von dem japanischen Zen-Meister Ryokan. Der Regen ist vorbei, die Wolken haben sich verzogen und der Himmel ist wieder klar. Ist dein Herz rein, ist alles in deiner Welt rein.